vorne hui und hinten fui, so war das. Aber sieht man ja echt nicht, oder? Und wenn man hier unten guckt, immer noch nicht. Wenn man hier ist, ja, machen wir noch mal einen hin hier. Und hier noch mal einen hin. So. Hier tun wir mal ein bisschen Holz rein. Zum Beispiel Fichtenholz. Könnte man als Resonanzkörper verkaufen. Oder als was weiß ich, was das ist. Ja, wir müssen sowieso noch höher gehen. Da gehe ich mal da hoch. Hier oben. Ah, jetzt fangen sie schon an zu knallen. Ich mache das immer noch mal weg. Dann kommt hier noch mal eine Reihe Holz hin. Und hier dann aber ganze Reihe aus Wolle. So, wie viel Wolle haben wir denn noch? Ja, ich glaube, wir müssen dann nachher doch Muster machen. Noch eine Reihe drauf. Vielleicht müssen auch noch zwei Reihen da drauf. Geht gar nicht. So. Ach ja, da ist ja die, sind ja die Halbsteine. Da müssen wir hier mit Halbsteinen arbeiten. Dann kannst du darauf natürlich wieder schneien. So, wo sind wir jetzt? Auf der Leinwand. Ah. Huch. So, dann machen wir mal bis hier erstmal. Wo tun wir den ersten Sitz hin? Die erste Sitzreihe. Also hier kommt eine Treppe hin, auf jeden Fall. Die Treppe ja auch aus Fichtenholz. Treppe aus Fichtenholz. Ja. Wenn wir die Treppe schon mal hier. Ist es doch dunkel Eichenholz? Ah, ja, sieht so aus. Dann können wir aber die Sitze aus Fichtenholz machen. Dann ist das etwas gemütlicher als Birke. So, das ist natürlich die falsche Abteilung. Birke. So, da haben wir hier noch Schwarzeiche. Dann müssen wir hier nochmal mit der Schwarzeiche. Und wenn wir dann hoffentlich genug haben. Jo, doch, Hammer. Noch ein paar Treppen machen. Also nicht viel brauche ich ja dann auch nicht. So, dann ist also Schwarzeichentreppe angesagt. Und das kommt dann weg. Schwarzeichentreppe. Hatte ich gesagt, hier fangen wir an. Und dann machen wir das mal mit der roten Wolle dann auch entsprechend.
So, der erste Sitz könnte auf diese Höhe kommen. Das heißt, hier unten können wir direkt auch mit Cobblestone auffüllen. Sieht ja keiner. So. Dann holen wir nochmal ein bisschen Cobblestone ran. Down. Moment, machen wir jetzt die erste Sitzreihe. Ja, wie gesagt, durchaus auf der Höhe. Dann brauchen wir also hier die Cobblestone erstmal hier hin. Und hier die rote Wolle. Hier nochmal das gleiche. Rote Wolle. Hier tun wir dann Schwarzeiche hin. Aber da muss ich natürlich, weil es ja ein Fußboden ist, nehmen wir mal hier die flachen Dinger. Ja, das reicht natürlich trotzdem nicht. So, wie machen wir jetzt dann den Sitz? Also die sitzen dann hier. Ist das zu nah? Naja, ich habe nach hinten ja auch nicht so viel Platz. Also wir können noch einen zurück, glaube ich. Und das ist jetzt doch ein bisschen dicht an der Leinwand. Da seid ihr so. Dich habe ich da gerade abgehackt. Da kommst du nicht hin. So, und du kommst auch dahin. So, dann machen wir. Oder machen wir das doch ein höher. Was haben wir denn hier? Hier können wir durchaus Schwarzeiche hinpacken. Denn das sieht man von unten ja nicht. Hier im Prinzip auch nicht. Das natürlich trotzdem wieder als Sandstein. Oder wie ist das jetzt? Da mache ich also hier den Gang. Nee, der muss alles aus Schwarzeiche sein. Und das reicht natürlich immer noch nicht. Ja, wo ist denn? Ja, da muss ich doch die Schwarzeichenteile da anbrechen hier. Rohholz.
So, da machen wir noch ein bisschen schwarz. Ach, nehmen wir alles. Ist doch egal. Und dann machen wir uns hier mal noch ein paar Stufen. Ein paar Bretter wollte ich machen. Stufen hätte ich ja genug gehabt, so. Ja, mache ich noch die Reihe Stufen, Bretter. Und dann legen wir uns mal ins Bett. So, wie geht's weiter? Hier unter kann ich spawnen. Das ist also kein Problem. Sieht allerdings nicht so doll aus. Deswegen machen wir das mal so zu. Und dann haben wir jetzt hier die Sitze. Und dann geht's hier weiter mit den Treppen. So, dann das gleiche auf der Seite nochmal. Dann geht es dann weiter mit den Treppen. So, wie hoch machen wir die? Hier kommen dann Sitze hin. Sitze machen wir durchaus zwei nach hinten. Da hätte man hier vorne noch so eine Ablagemöglichkeit. Die können wir aus rotem Zeugs machen. Und wenn man dann hier sitzt, sollte man das alles erkennen können. Nee, wollte ich ja ein bisschen was anderes machen. Hier wollten wir ja wieder indirektes Licht haben. Aber ich mache erstmal die Sitze. Wie sieht das dann aus? Da Sitze. Und hier Sitze. Passt gut. So, jetzt das indirekte Licht. Ja, das passt eigentlich gut zu Rot hier. So, dann hat man hier schon mal zwei Sitzreihen. Ja, ist doch gut. Sieht das hier mit dem Licht aus? Da müssen wir mal durchgucken mit F3. BL ist das Richtige, ne? Block 87. Soll man vielleicht hier acht, neun, zehn, wo war denn hier die 7? Hier war eine 7. So, wie sieht es hier aus? Hier ist 12, 10, hier ist kein Problem. Wir können natürlich hier nochmal
als... Wo sind sie denn? Sieht man jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls mal hier vor. So, das grünes Zeugchen machen. So, dann hat man von da auch noch. Und wie haben wir dann hier? 8, 8. 8, 0. Ach ja, ja, der kriegt ja kein Licht. So, 8. Kommen also nicht mehr auf 7 runter. Das ist gut. So, dann haben wir da mal ein Deko-Element. In grün. Bisschen anders, als ich mir das gedacht hatte. Aber es sieht ja nicht schlecht aus. Und dahinter ist ja das Licht. Vielleicht könnte man hier auch so dann... F3. Hier immer so eine Reihe Granit hoch. Wie sieht das aus? Also ich habe das zwar schon mal getestet, so ein Kino, aber jetzt nicht mit diesen Mustern. Oh ja. Ist ja ganz interessant. Dieses Kino wird übrigens keinerlei Redstone haben hier. Ich habe also nicht vor, jetzt hier irgendwie so eine... Wenn ihr sowas sehen wollt mit An- und Auslicht, dann schaut ihr doch bitte bei... ich verlinke ihn hier unten. Ein Kerl, der ganz tolle Sachen baut. Österreicher Mensch. Von dem habe ich auch schon Sachen übernommen. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, ich gucke aber nach. Vielleicht fällt er mir noch ein. So, mache ich hier auch nochmal so eine Granitsäule hin. Das könnte dann gleich die Reihen irgendwie markieren. Ah, da unten geht es tief runter. So. Dann machen wir immer die Wolle hin. So, das ist schon mal alles sehr schön. Jetzt haben wir die erste Etage doch schon fertig. Oder den ersten Rang, besser gesagt. So, dann kommen wir hier mal zu dem zweiten Rang. Da können wir jetzt wieder, hier müssen wir noch ein bisschen was mit Cobblestone auffüllen. Das wird man ja nachher nicht sehen. Ja, hier wird es schon ein bisschen kritisch jetzt. Das geht dann hier hoch. So, da kommt man hier gar nicht rein ins Theater. Doch, da wird dann hier so eine Treppe hochgehen. Okay, das ist kein Problem. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Oder ich muss unten rum. Nee, da sind wir zu tief. Dann nehmen wir hier unsere Not. Ah, sind wir auch zu tief. Ja, irgendwie fehlt mir jetzt hier so ein Aufstieg.
So, oder machen wir hier wieder unsere beiden Reihen hier hin. Schwarzeichen. Und dann kommt auf die erste, kommt dann wieder so ein rotes Zeugs hin. Warum bist du jetzt da unten hingefletscht? Hm? So. Hier kommt dann wieder mit roter Wolle was hin. Und hier. Oh, das wird aber echt knapp. Sonst muss ich noch einen weiter zurück hier mit der Treppe. Das sehen wir dann aber. Das ist schon wieder dunkel. Ja, wenn man so intensiv baut, kriegt man das gar nicht mit. Da muss ich draufklicken.